So, heute gehen wir nach Gassi mit Hundelein. Mit Hundelein gehen wir Gassi. Na komm, Hündchen, du hilfst mir jetzt, dein Herrchen zu finden. Es war ein schönes Stück Arbeit, dich hierher zu bekommen. Erst wollte ich eine Leine nehmen, aber das ist jetzt egal. Naja, zeigen wir um die Handschuhe. Los, Kleiner, such dein Herrchen. Ich bin aber gespannt. Ach, komm schon, Kleiner, enttäusch mich nicht. Zeig mir, was du kannst. Braver Hund. Schnell, ihm nach. Irgendwie lustig jetzt. Oder dem Hundelein folgen muss. Anscheinend hat er etwas entdeckt. Schuhabdruck. Der Totengräber hatte Gummistiefel an, aber diese Schuhe waren auf jeden Fall kleiner. Ich sollte einen Abdruck nehmen. Und wenn es anfängt zu regnen, sind alle Spuren weg. Ich würde den lieber nicht anfassen, er ist sehr zerbrechlich. Das müsste reichen. Beim Pinsel. Der Totengräber hatte Gummistiefel an, aber diese Schuhe waren auf jeden Fall kleiner. Ich sollte einen Abdruck nehmen. Und wenn es anfängt zu regnen, sind alle Spuren weg. Ich würde den lieber nicht anfassen, er ist sehr zerbrechlich. Wir haben ja Gips, oder? Richtig. Wissen Sie, Ihre seltsame Ruhe hat eine gegenteilige Wirkung auf mich. Ich glaube, Sie sind ganz froh, dass Sir William Ihnen aus den Augen ist. Was? Wie können Sie so etwas sagen? Ich weiß, dass Sie absolut gegen die Beisetzung waren. Das ist eine Lüge. Dann sagen Sie mir, warum Sie auf der Einäscherung der Leiche bestanden haben. Ich habe es gut gemeint. Das ist die ganze Wahrheit. Sagen Sie, wie ist das so, einen mehrfachen Mörder und ein Monster zu bestatten? Das geht Sie nichts an, Detective. Ihre Fragen beleidigen mich. Ein Monster gegen Ihren Willen zu bestatten, beleidigte Sie ebenfalls. Denn die Dinge liefen nicht wie gewünscht, also fanden Sie eine eigene Art, damit umzugehen. Das können Sie nicht beweisen. Sie hatten ein Motiv,
Die Gelegenheit und kein Alibi. Ich muss Sie leider bitten, in der Stadt zu bleiben. Nehmen Sie mich fest. Nein, noch nicht. Aber bald komme ich zurück und würde dann ungern nach Ihnen suchen müssen. Das heißt, wir haben jetzt Gips mit dem Weihwasser. Okay, nicht. Scheiße. Hinten beim Brunnen vielleicht. Da hinten vielleicht bei dem Brunnen. Ach so. Gut, den Schubdruck, den müssen wir uns merken, auf jeden Fall. Sir Williams Spur, die ich verfolgt habe, endet im Kanal. Mein Gott, hoffentlich hat ihn niemand dort hineingeworfen. Naja. Nicht ganz. Das Experiment mit dem Hund zeigte, dass er wahrscheinlich durch den Kanal verschwunden ist. Entweder allein oder mit der Hilfe eines anderen. Ohne die richtigen Fragen, das Experiment mit dem... Ich werde nicht durch den Dreck kriechen, aber Carter macht das sicher nichts aus. Kette. Was ist das? Wen bellt der Hund an? Wenn nicht den Kanal, dann vielleicht seine Kette. Was ist das? Oder Kette. Jetzt läuft's auf. Was ist das? Ich hätte es fast übersehen. Ohne diesen Hund hätte ich das nie bemerkt. Einen zweiten Stoffwetzen. Vielleicht könnte ich die mit der vergleichen, die ich schon habe. Na ja, dann damals. Wenn ich sie zusammensehe, scheinen sie identisch zu sein. Aber eine solche Untersuchung reicht nicht aus. Ich kann noch immer keine feinen Details erkennen. Naja, das sagen wir mal dann später. Carter, suchen Sie mit ein paar Männern den Kanal ab. Wie weit, Sir? Gehen Sie stromaufwärts und halten Sie die Augen offen. Das Wasser könnte die Leiche recht weit fortgerissen haben. Sir, Sie glauben, dass jemand Sir William in den Kanal geworfen hat? Das ist möglich. Sie müssen das für mich überprüfen. Ja, Sir. Gut, das ist jetzt aber erledigt. Zur Polizeiwache.
ins Büro, gell? Glasscherben. Es wäre nicht perfekt, aber wenigstens hätte ich dann ein vollständiges Bild. Auf das musst du mal kommen. Es ist ziemlich schwierig, Glasscherben zusammenzusetzen, aber ich glaube, ich habe mich ganz gut geschlagen. Schauen wir uns das mal an, als Resultat. Irgendwas an diesem Foto ist seltsam. Ich sollte die Kameraposition über dem Blickwinkel bestimmen. Die Kombination, also Mikrofon, Mikroskop, meine. Vollkommen identische Proben. Aber das bedeutet, wer auch immer vom Hund des Totengräbers gebissen wurde, konnte entkommen und muss durch den Kanal geflohen sein. Es wäre hilfreich zu wissen, wo er seine Kleidung nähen ließ. Wenn es Sir William wäre, müsste ich seinen Schneider finden. Hoffentlich ist das nicht allzu schwierig. Was ist mit dem Schneideratelier? Ja, da ist es. Das Atelier in der Wilson Street. Nur teure Sachen. Dann sehen wir uns das doch mal an. Könnten Sie mir bitte jemanden mit einer Standkamera zu St. Patrick's Church schicken? Sie wurde gestern am Tatort gefunden. Ich brauche sie genau an derselben Stelle. Sie können sich auf mich verlassen, Sir. Gut. Wir wollen aber noch nicht zu dem Schneider gehen. Wir wollen dann auch mal zum Friedhof gehen. Das heißt aber, wir müssen dann aber zu der Anwesen. Ah, jetzt können wir da ja rein. Springbrunnen. Sieht man den Gips anwendet. Okay, geht nicht. Wasserheimer. Bohnen. Bohnen, das geht da nicht. Aha. Okay. Ja, der Seilkeller. Doch nicht. Was hat der auf Friedhof? Gut, das heißt, wir müssen da jetzt praktisch die Zeitung auf der Kamera anwenden. Verdammter Reporter, mich so hinters Licht zu führen. Der Kamerawinkel stimmt nicht mit dem Foto in der Zeitung überein, das er eindeutig gestern aufgenommen hat. Jetzt ist klar, wie es ihm gelungen ist, hinter meinem Rücken Fotos vom Totengräber zu machen. Genau genommen hatte das gar nicht. Er war sogar noch vor uns da. Dann spielte er uns etwas vor, damit wir keinen Verdacht schöpfen, wie er an diese Fotos gekommen war. Nathaniel Forrest könnte hinter all dem stecken. Jeden Tag Morde und Klatsch, nur um die Auflage in die Höhe zu treiben.
Wenn ich ihn je ins Gefängnis bringe, schüttle ich ihm die Seele aus dem Leib. Schlaues Kerlchen. Der Sergeant. Schlaues Kerlchen. Oh, haben wir einen Eindruck. Der Eindruck ist bekommen. Unglaublich dreist, noch vor der Polizei zum Tatort zu kommen und dann so zu tun, als ob er Fotos macht, obwohl er es hinter meinem Rücken schon getan hatte. Hätte er den Mord vortäuschen und auf den verhassten Adligen schieben können? Jahrelange Verleumdungen, falsche Anschuldigungen und haufenweise blutige Morde. Zugeschrieben dem einzigen Mann, den die ganze Stadt hasste. Eine Goldmine für Zeitungen, die verwegen genug sind, jede Lüge zu veröffentlichen, die ihnen einfällt. Wären sie zu einem Mord fähig? Ja. Sich eine Theorie auszudenken. Warum nicht? Warum nicht? Bingo. Ich würde den lieber nicht anfassen. Er ist sehr zerbrechlich. Der Totengräber hatte Gummistiefel an, aber diese Schuhe waren auf jeden Fall kleiner. Ich sollte einen Abdruck nehmen. Und wenn es anfängt zu regnen, sind alle Spuren weg. Und wieder der Pinsel. Das müsste reichen. Du brauchst irgendwann jetzt einmal Wasser. Jetzt brauchen wir irgendwann einmal Wasser. Gut. Gehen wir zum Schneider. Mülleimer. Ich habe schon Schlimmeres durchsucht als Mülltonnen. Seltsam. Jemand hat die Zeitung von heute mit dem Artikel über das Verschwinden von Sir Williams Leiche weggeworfen. Ich wette, dieser jemand steht gerade am Springbrunnen und versucht, sich zu beruhigen. Das Atelier eines angesehenen Schneiders. Hier wurden Sir Williams Anzüge genäht. Abgeschlossen. Er sieht sehr verängstigt aus. Er bespritzt sich mit kaltem Wasser und versucht, sich zu fassen. Naja, reden wir mal mit ihm. Entschuldigen Sie, ist das die Wilson Street? Ich suche ein Schneideratelier in der Wilson Street. Sie stehen schon drin, Sir. Briscoe. Detective Briscoe. Ah. Wie kann ich Ihnen helfen, Sir? Verzeihung, aber Sie sehen aus, als seien Sie dem Tod begegnet. Nein. Warum? Überhaupt nicht. Ich bin nur den ganzen Tag im Atelier und brauchte mal eine Pause. Das ist alles. Das kann ich verstehen. Jeder braucht Entspannung. Genau. Mal hinsetzen, die Füße hochlegen. Ja, ja. Eine Zigarette rauchen und vielleicht die Zeitung lesen. Ja, jeder hat das Recht dazu. Wollen Sie mich verhaften, weil ich eine Pause mache? Nein, natürlich nicht. Dann tun Sie mir den Gefallen und fragen Sie kein dummes Zeug. Ich habe Ihre Zeitung gefunden. Werfen Sie sie immer gleich weg. Ist das ein Verbrechen? Nein. Aber ich glaube, der Artikel über Sir William hat Ihnen Angst gemacht. Überrascht Sie das? Ich will Ihnen mal was erzählen. Heute Morgen war die Ateliertür offen, aber es fehlte nichts, also dachte ich nicht weiter darüber nach. Aber dann las ich den Artikel und zählte 2 und 2 zusammen, verstehen Sie? Glauben Sie, es war Sir William? Warum sollte er?
Er ist tot. Da bin ich nicht so sicher. Vielleicht haben Sie nur vergessen, abzuschließen. Nein, nein. Ich habe mich mal ausgeschlossen. Seitdem habe ich immer einen Ersatzschlüssel. Ihnen kann ich es ja sagen. Sie sind von der Polizei. Ich habe ein schönes Versteck dafür beim Springbrunnen. Sehen Sie? Niemand hat den Schlüssel angerührt. Das beweist gar nichts. Jemand könnte das Versteck gefunden haben. Ganz unmöglich. Wie ich schon sagte, er muss es gewesen sein. Mir wird jetzt noch ganz übel bei dem Gedanken. Ich kann meine Leute herrufen, wenn Sie möchten. Ein schon gut. Sie haben schon genug zu tun. Der Mann verbirgt etwas. Offenbar hat er vor irgendetwas Angst. Ich wette, er hat mir nicht mal die Hälfte von dem erzählt, was er weiß. Sonst würde er über meinen Vorschlag wenigstens nachdenken. Steht im Schlammbuch was? Nö. Naja, gut, wir sind jetzt beim Schneider. Ja. Kann man es auch nicht anwenden. Wir sind aber beim Schneider. Oh, geht sogar. Ich möchte Ihnen gern etwas zeigen. Wo ist es? Hier. Sehen Sie sich das mal an. Wollen Sie mich auf die Probe stellen, Sir? Das ist echte Seide. Beste Qualität. Sehr teuer. Beide Proben? Mein Wort darauf. Dann ist es möglich, dass Sie vom selben Anzug stammen? Nein, nicht von einem Anzug. Wir von Halstüchern. Damenhalstücher sind beliebt. Aber wir sind das einzige Atelier, das auch welche für Herren herstellt. Ich hatte mehrere Bestellungen. Alle aus der feinen Gesellschaft. Können Sie mir Namen nennen? Natürlich nicht. Nur wenn Sie nach einer speziellen Person fragen. Diskretion ist oberstes Gebot. Und noch was. Sie sehen das sicher nicht, aber eine Probe hat einen helleren Farbton. Hier, sehen Sie? Mein Sachverstand sagt mir, dass Sie von zwei verschiedenen Kleidungsstücken stammen. Seltsam. Das war mir nicht aufgefallen. Haben Sie etwas für Sir William Lewis hergestellt? Aus der indischen Seide? Sicher. Aber keine Details, ja? Diskretion. Sie wissen ja. Sie können es mir jetzt hier sagen oder später bei uns. Ihre Entscheidung. Na schön, na schön. Er war der erste Kunde, der das hochwertige Herrenhalstuch kaufte. Er war sehr zufrieden damit. Er bestellte noch zwei. Wie trägt man sowas? Um den Hals natürlich. Wie man es bindet, ist jedem selbst überlassen. Wäre es möglich, es über die Nase zu ziehen, um die Hälfte des Gesichts zu verdecken? Sicher, aber bevor Sie fragen, ich habe keine Ahnung, wie Sir William es trug. Danke, das soll vorerst reichen. Naja. Was könnte wem da jetzt noch fragen, eigentlich? Ich habe keine weiteren Fragen. Vielleicht später. Dienstausweis, na. Er sieht sehr verängstigt. Gut, da können wir ja nichts machen momentan. Jippidupidupidei. Jetzt können wir eigentlich genau wieder Polizei.
Archiv. Wir sind irgendwie so, so ausstützen können. Jetzt haben wir dann noch alte Besen. Koffer. Ich glaube, jetzt habe ich irgendwas übersehen. Irgendwas habe ich da jetzt übersehen. Derzeit aber. Da Lisa hat's keinen Sinn, nicht. Holzpflock. Er scheint unbenutzt zu sein. Ein scharfer Pflock. Der Legende nach eine ideale Waffe gegen Vampire. Ja, man sieht, man kann da einiges übersehen. Ich glaube, jetzt habe ich jetzt alles. Oh, ja. Naja, wir müssen den Holz, also das Regal abstützen. Aber nur wenn wir das, den Besenlein da weg tun, fällt uns ja das Regal um. Und diese Aktion machen wir im nächsten Video. Tschüssi.